Dann gehen wir jetzt den ganz normalen Weg. Wie gesagt, normalerweise bleibe ich auf dem Weg und denke mir so, ah, ein Wanderweg ist lustig. Wie geht das nochmal? Sieh mal, Il, sing mal für mich. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man viele Matrosen oben ohne umhergehen sehen. Oder irgend sowas. Ich meine jetzt aber eher ein Wanderer sind glücklich, denn Wanderer sind schön. Oh, hallo. Soll ich dich runterkicken? Es ist so. Ich liebe ja Kaninchen, aber das ist so verlockend jetzt. Das würde ich auch sagen, wärst du ein Baby. Oh, hier war es jetzt. Oh, dann würde es. Weißt du, würde es entweder Schnee auffangen und langsam ein Schneeball werden. So, wuhu. Oder. Ah, ich weiß auch nicht. Es ist schlimm. Ich habe immer Angst. Aber es gibt da so ein Video, wo ein Hund nicht realisiert, dass es ein bisschen steiler ist und dann so runterfällt und dann runterrutscht. Oh. Ah, nur den getroffen. Okay, hab nur eine getroffen. Treffe ich überhaupt? Okay, erstmal die hier weg. Dankeschön. Oh, ich bin aber ordentlich getroffen worden. Ekelhaft. Ein Käsestück, ne? Warum nicht? Ist hier irgendwas? Ich habe das Gefühl, wir sind echt zu schwach für die Gegner. Oder wir sollen mehr Abwechslung. Weil, was ist, wenn ich alleine wäre? Ich würde ein Magier spielen. Man kann ja nicht wirklich besser werden in sich, außer elementar. Okay, vielleicht haben andere dann schon über 100 oder so. Warum ist hier Blut? Aber wir haben ja 90. Steht ihr? Also, das ist ja schon ziemlich gut. Spinnenbeuteln mit drei Spinneiern. Aber hier ist wieder Blut. Was habt ihr hier gemacht? Oh, ein Laterna-Streitkolben, der mich nicht interessiert. Ein Eispfeil 5. Der Pfad. Oh, da hat aber jemand den. Weißt du, da hat jemand richtig. Und ein wegestreuer Dolch. Da hat jemand richtig gedacht, die Götter werden mir helfen. Und dann so, hallo, die Götter sind tot und du jetzt auch. Da hättest du mal nicht, ne? Deshalb solltet ihr euch niemals. Sagen wir mal jetzt, es gibt Gott. Und, ne? Und ihr habt alle recht und so. Und dann trotzdem solltet ihr euch nicht abhängig machen. Das ist so ein bisschen, wenn ihr denn mal sagt, Gott wird uns helfen. Nein, er will ja, dass ihr euch selbst helft. Das heißt, wenn euer Kind krank ist, sagt nicht, ich bete für dich, sondern geht zum fucking Arzt. Oft kann man retten. Ich meine, warum sollte Gott sonst sowas wie die Medizin erfinden und erschaffen, wenn er euch damit euch nicht helfen möchte? Also das ist doch, macht doch keinen Sinn. Er will euch doch bestimmt was Gutes. Apropos mal, speichern. Und mir was Gutes. So. Ne, ernsthaft. Keine Ahnung. Vielleicht soll man mehr Gift machen, aber sagen wir, wir wären Magier. Ein mit leichter Ausrüstung. Muss man dann weglaufen und dann sie die ganze Zeit besprühen oder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich hier nochmal ein ganzes neues Land haben. Ja, komm. Oh, sind das zwei? Habe ich gar nicht gesehen. Tschüss. Oh, da ist noch einer. Wo denn? Ah, da. Weil ich werde trotzdem getroffen. Obwohl ich mich schütze mit meinem Schild. Deshalb hau ich so gerne mit dem Schild. Denn muss ich. Roll, roll. Da meine ich. Hui. Hui. Und weiter. Und weiter. Ach komm, ein bisschen geht noch. Komm, ein bisschen geht noch. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen sein. Köter und la 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 Genau. Man muss natürlich immer abgucken. Und es geht ja auch, ne? Ich nehme da immer dann, als ich Magic gespielt habe, es war so anstrengend. Aber im guten Sinne. Da habe ich mir immer gedacht, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Weil ich will ja nicht sterben. Weißt du, so ein bisschen. Das ist wie jeden Tag, jeder Mensch und jedes Tier. Und.
Okay, hier geht's. Ach so, das war der Weg nach oben. Wir haben überhaupt nichts verpasst. Und so viele Gedanken auf einmal. Egal. Was ich sagen wollte, ist, guck mal, oh, cool, dass wir noch ganz viele Sachen haben. Yippie, da freue ich mich voll drauf. Und dann leveln wir einfach. Ich mag das Schwert sehr, aber ich will halt ein Magier hier so magisch werden. Und mich schützen mit dem Schild. Das heißt, vielleicht sollten wir mal Schild und Magie erhöhen. Wenn wir wieder zu Hause sind. In Ark. Obwohl, ah, kennt ihr das? Ihr lebt irgendwo, aber fühlt euch nicht zu Hause. Und das habe ich so ein bisschen auch in Ark. Finde ich ein bisschen schade. Warum kann ich nicht in jedem Dorf und jeder Stadt ein Haus kaufen? Ich möchte in Dünenheim auch eine Wohnung. Und ich möchte in Ark eine Wohnung. Und was ist eigentlich. In Dünheim, können wir da zurückgehen, da wo der Brief war? Tschüss. Ich meine, ja, wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben keine Leiche gefunden. Das heißt, der uns den Schlüssel dann gegeben hat für dieses Rätseltempel oder was auch immer das war, dann, wo ist der? Und kann ich nicht einfach seine Wohnung haben? Die können wir vielleicht wieder schön machen. Das wäre auch toll. So eine runtergekommenes Haus oder sowas. Und dann finden wir die Leiche. Und dann sagt einer so: Oh shit, das war mein bester Freund. Danke, dass du ihn gerecht hast und es aufgeklärt hast. Du kannst deine Wohnung haben. Und dann kann man die aufräumen, so ein bisschen Hausflipper-mäßig. Aber halt light. So dass man so ein bisschen sauber machen kann. Und. Ach, guck da unten. Ah, oh, schön. Ist das der Tempel? Sauber machen kann, neue Sachen kaufen. Ein bisschen wie bei Fallout 3, aber da war es ja eher so, du kaufst einmal eine Gesamteinrichtung oder so. Ist auch in Ordnung. Es ist nur, dann hat man so eine kleine Wohnung verdient und dann kommt plötzlich der Geist von dem Typen nachts und mir fällt hier alles runter und sagt dann so und versucht dir irgendwas zu sagen und dann kommt raus, er hatte da noch was Wichtiges für seinen besten Freund und so. Und dann kannst du ihm das geben und sagt, oh, selbst im Tod ist er noch so nett. Und dann ist er voll glücklich und dann kann der Geist ins Licht gehen und ach ja, Ghost Whisperer hier so ein bisschen, ne? Okay, wir haben lange nicht mehr Zeug gefunden. Also fällt mir jetzt gerade mal so auf. Tiefgrabversorgungsschacht. Ich glaube, das ist sehr selten, dass wir sowas finden. Wir finden sonst immer eine Höhle und kommen dann hier raus. Aber hier ist ein Versorgungsschacht. Ja, Simael. Dann wollen wir mal gucken. Ich meine, ich höre dich immer am Blitzen. Ne? Das ist super toll. Es war einfach bei Brenny, habe ich ihn gesehen. Brenny haben wir. Huah, pam, pam, pam gesehen. Aber naja. Wenn du aber weiterhin gut bist. Ich meine, du machst Blitz immer. Kannst auch andere Sachen machen? Los, nimm, nimm, dem. Ach, schon gut. Zeig uns, was du kannst. Tanz für mich, Monkey. Aber dass wir vielleicht dann ihn doch verbessern. Also ein Perk geben, dass er noch besser wird. Oh, apropos. Geräumiger Rucksack. What the fuck? Eine Zwiebel. Hallo. Ah, sie hören uns nicht. Typisch. Schlechter von Arc 4. Da haben wir sehr beliebte Reihe. Was ja auch in Ordnung ist. Viel haben sie hier nicht. Und im Schrank Kleidung. Einfach nur Kleidung. Nicht von welchem Jahr, welche Fashion-Note, ob es trendy ist, ob es überhaupt mir passt. Weißt du, es muss ja auch ein bisschen anliegen. Oh, hi. Yeah. Genau so sollte es sein. Achso, er ist gar nicht da. Moin. Noch mehr Trollfett. Okay. Wenigstens mal keine Menschen wieder, die alles übernommen haben. Ich glaube, selbst den bösen Menschies ist es hier zu kalt. Haben sie sich gedacht, ach komm, können wir nicht irgendwo ein Lager aufbauen, wo es warm ist und die Leute einfach überfallen? Die Frage ist aber, ist eine Insel, ne? Irgendwann habt ihr keine Leute mehr zu überfallen. Just saying. Was denn jetzt? Ach so, er. Ich höre ihn. Okay, das war nicht schlecht. Das war ein guter Blitz.
Wir beide sind Blitze, ne? Wir beide machen Blitze. Warum ist die Musik noch an? Okay, er ist weggelaufen. Feigling! Emma, gehen wir jetzt dahin, wo wir hin wollten. Häng fest. So. Oh, okay. Ah, da. So gut. Aua! Oh, komm jetzt. Zu meinen Füßen. Du bist ein bisschen wieder... Ich weiß nicht. Seitdem die... Ich glaube, ich spiele jetzt Enderal zu lange. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern... Oh, geil, eine Eispranke, geil. Sondern beim Safen ruckelt es ein bisschen. Es ist jetzt abgestürzt, viel häufiger als sonst. Also ist ja einmal abgestürzt sonst. Und die hängen mehr fest, meine Leute. Oh, guck mal. Aterna, boah, wohoho, alle Scheiße. Nehmen wir trotzdem mit. Wir nehmen auch Scheiße mit, als Händler. Das muss ich immer ab sofort hier Rollen spielen. Dann kann ich mir immer erklären, warum wir immer alles mitnehmen. Okay, schon. Oder einen Perk ausgeben, damit es schneller wieder... Oh, ist leer. Ja, einen Sack habe ich automatisch. Hier ist Blut! Wieder Blut! Oh, eine Ratte. Oh, Momok. Ja. Angeber, weißt du, Hochmut kommt vor dem Fall. Willst du fallen? Ah, nee, warte. Bevor du fällst, gib mir mal deine Sachen. Da muss ich nicht runter. Dankeschön. Im Fallen jetzt, Zeitlupe-mäßig. Wandermagier. Aterna-Bogen des Flammenzorns. Ist mal ein bisschen mehr wert. Ach, aber... Okay, tschüss. Hat einen Namen, musst du essen. Okay, schön, dass du einen Namen hattest. Freut mich sehr. Hier sind noch Einzelteile. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch was für Alchemie. Weißt du, wenn Kunden kommen und sagen, ich hätte gerne was für Alchemie, dann können wir sagen, wir haben was für Alchemie. Wieso hast du es nicht selbst benutzt? Geh raus, Bitch. Also so. Oh, er schläft nur. Toter Gefängnisflüchtling. Wait. Okay. Der Pfad. Kannst du behalten? Oder soll ich das lesen? Der Verrat. Ist das eine Geschichte oder so? Ich meine, warum bist du gläubig oder ist in dem Buch eine Feile? Ich nehme das Buch mal mit, ne? Bist ja eh schon tot. Oh, da ist es wieder. Da ist es wieder das Problem. Aber wir haben noch einige Experten-Dinger hier. Schön. Was ich sagen wollte, dass man Perks hat, um andere Perks noch stärker zu machen, nachträglich irgendwie. Aber nicht direkt, sondern dass man das irgendwie durch eine Quest bekommt, das wird auch was. Oder dass man seine Geister stärker machen kann. Und dass die dann zum Beispiel auch mal eine Fähigkeit haben. Weil wenn er die ganze Zeit Blitz macht, dann ist vielleicht wäre es gut, wenn er seine Blitze stärker macht. Apropos... ja, das ist recht schön hier, ne? 6 ist ja, glaube ich, Meister. 6 Meister. Ich bin ein Kind. So, okay. Psychose lernen wir einfach mal. Wollen wir mal ein bisschen rumzaubern? Vielleicht nicht hier bei den starken Gegnern. Das ist ein bisschen eingebildet und, bisschen assi. Nee, nicht assi, sondern ein bisschen arrogant, ja. Lassen wir das erstmal. Aber woanders können wir das dann mal ausprobieren. Eispranke und Käsestück. Hauptsache Käse geht mal weg, auch wenn es nicht so schwer ist. Na, jetzt bin ich doch vorbeigekommen, hier. Du hast aber einen platten Arsch. Guck mal, der ist ja doppelt so... Weißt du, das ist nicht so ein Petit-Knackarsch. Das ist ja doppelt so groß wie sein Gesicht. Das ist ordentlich ein Trunk, weißt du? Habe ich mal gesehen, so, Jenna oder so, wie die heißt. Ich habe mich nie dafür interessiert. Und habe ich gesehen, dass sie eine Marke rausbringt und das zeigt. Und denke ich mir, das finden Leute attraktiv? Die sieht doch, also,
Ich hatte ja damals mit Barbies gespielt und so, und das gebe ich zu und sowas. Das ist halt auch attraktiv. Also ich finde das immer so doof, wenn jeder sagt, nein, wir müssen alles immer normalisieren. Ja, dann dürfen wir aber auch nicht gegen Drachen kämpfen. Oder warte mal, das war's? Oh. Ah ne, da ist noch ein. Wegestreue Schild der Bastion. Gucken wir gleich mal an. Und dass wir wirklich beim Händler die beste Schild gefunden haben. Wir müssen unbedingt mehr mit reisenden Händlern reden. Und dann war es aber so. Es ist so ein bisschen dünner und ein bisschen, ne, also eine Frau und ein Mann haben ja unterschiedlich attraktive Züge, finde ich. Also was man als normal attraktiv sieht oder als in der Natur. Aber das war ja, was die hatte, das war ja keine Birne mehr, das war ja. Sorry, aber das war so unecht, dass es eher aussieht wie aus einem Horrorfilm oder sowas. Also, naja, jeder wie er möchte, dass die so eine Ikone wurde und Leute sagen, oh, ich will auch so aussehen. Das ist einfach. Ich lasse mir ein paar Rippen entfernen und die Rippen tue ich mir dann in den Arsch rein. Und dann denke ich mir auch so, ihr wollt so aussehen, okay. 77. Und unser Schild 94. Blockt 6%, blockt 20% mehr Schaden. Ja, aber, ne, der Rest ist ja um einiges besser. Ist echt schade. Diesen Zauber, Zauberschild. Warte mal, das war's, ne? Okay, war ein Ding. Okay, ist okay. Ich dachte, das war also gar kein neuer Ausgang. Dieser Zauberschild, der war so cool eigentlich, der vor uns ein Schutzschild macht. Ein Schild, der ein Schild erschafft. Fand ich irgendwie eine tolle Idee. Aber naja. Ist halt nicht so gut für unseren Playstyle hier, ne? Der ist perfekt. Ausdauer, schwere Rüstung und also. Ist es auch noch Kilianisch und blockt mehr? Das ist perfekt. Der Königsgarde. Das ist einfach für Mama, weißt du? Für unsere Mutter. Für die Herkunft unserer Mutter so ein bisschen. So Stolz. Nee. Respekt. Whatever. Ich weiß nicht. Ist es überhaupt gut? Dürfen wir Respekt haben? Kam gar nicht. Wow. Ach so. Ihr seid das. Ich sehe, ich sehe. Hör auf, ich mach Magie. Oh, ich will dich. Ich will, dass Gott dich tötet. Dammit! Naja, okay, was soll's. Was hast du denn da so? Ich höre schon. Da. Was ist mit diesen roten Wurz? Kommt davon, wenn man nie am Alchemietisch einfach mal geguckt hat und ge Ich nehme einfach mit. Macht komische Geräusche. Ist rot. Yamahame. Weißt du, was es ist? McDonald's-Salat. Nein, das ist eine sehr, sehr seltene. Alchemistische Alchemie, kann man das essen? Ja. Das ist sehr, sehr coole Zutat. Die kannst du benutzen. Benutzen? Drogen. Ja, nicht, ja, doch, aber nicht dafür. Oh, schmieren? Nackenschmerzensalbe. Okay, hau einfach weiter drauf. Okay. Macht Geräusche? Ja. Oh, hier haben sie geschlafen. Also ich würde ja lieber da schlafen. Da hat man so ein bisschen Schutz, ne? Hier ist so schöne Aussicht, wenn man aufsteht, aber auch so ein bisschen. Ja, nee, ist okay. Ich kann den Himmel sehen, aber während meine Augen zufrieren. War der gefüllt? War das ein großer Gefüllter? Wir müssen ja mal füllen. Das wird was. Deshalb sammle ich ja trotzdem diese Seelenfänger-Dinger ein, dass wir ein paar Gegner mal irgendwie rumlaufen und dann eine. Und Seelensteine füllen. Das muss vielleicht bald sein. Erdung! Ich glaube, das haben wir aber schon. Pfeile. Teleport nach Ark. Und ein Schlüssel. Och, geil. Nice habt ihr es hier. Danke dafür. Da frage ich. Ich weiß, sollte ich nicht. Ich gebe es auch vollkommen zu. Ich frage mich immer dann so ein bisschen. Also, ich würde nämlich kleine Geschichten. Ich liebe so kleine Geschichten. Habe ich oft schon erzählt. Und
Die würde ich bei solchen Spielen immer irgendwie rein, bis ich daran scheitere. Und ist früher auch passiert, wenn ich irgendwie versuche zu machen. Und hier zum Beispiel die beiden. Hier sind zwei Wildmarken. Gut. Hier sind zwei Wildmagier. Die haben sich da, ne, zwei Eisgolems vor die Tür gehauen. Zur Sicherheit, super. Haben diesen Turm übernommen. Haben nach Ark, damit sie einkaufen können und so. Macht total Sinn, aber sie können nicht wieder zurück. Warum also nach Ark teleportieren? Na egal. Dann haben sie noch Erdung und Blitz. Ja, okay, haben sie auch eben gemacht. Ein Schwert, alles total gut. Einer liegt hier, einer liegt da. Vielleicht wechseln sie sich ab, da macht es aber keinen Sinn. Hier ist vielleicht zum Überblick haben. Ne, falls jemand kommt, dann kann sie von oben schießen. Jetzt gerade, aber waren sie unten. Warum haben sie sich, wie haben die sich getroffen? Die Bösewichte, das ist halt immer so in Spielen, Bösewichte halten ja trotzdem zusammen. Und das finde ich faszinierend. Das haben sie bei Sailor Moon ganz gut gemacht. Dieses, sie halten zusammen und dann irgendwann kommt raus, sie sind nicht, halten doch nicht zusammen. Bei einem, wo der Oberbösewicht einen anderen umbringt und dann sagt er, nee, jetzt gehe ich auch gegen die gegen unsere eigenen Leute. Das sowas finde ich auch super interessant. Aber es ist ja so, dass die trotzdem zusammenhalten. Und hier sind zwei Wildmagier und sagen wir mal, die sind wahnsinnig geworden ein bisschen. Kochen sie ja trotzdem zusammen. Sitzen sie denn hier und reden über alte Zeiten? Ja, und du? Was hast du so gemacht? Ich hatte eine Frau, die habe ich abgefackelt aus Versehen. Ah, das ist ja blöd. Und bei dir? Ja, drei Kinder, aber alle blöd. Okay, nee, das stimmt nicht. Den Jüngsten, den mochte ich sehr, aber der ist jetzt Händler in Ark. Ah, hier, ich habe eine Teleport... hier, Schriftrolle nach Ark, da kannst du ihn mal besuchen gehen. Ah, das ist aber nett von dir. Weißt du so? Keine Ahnung. Ich frage mich dann einfach... Was soll das hier? Und einige Spiele machen dann einfach einen Turm hin mit zwei Wildmagiern, damit wir es looten können. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem guten, in Ordnung Spiel und einem mega guten Spiel. Weil, manches ist halt sehr generisch einseitig. Oh, habe ich euch ausgezogen. Ja, sorry. Und warte mal. Er sieht älter aus. Gucken wir gleich mal wieder andere. Vielleicht ist es ja Sohn und Vater oder so. Aber hier unten haben sie gar nichts gemacht. Können wir nicht ein bisschen aufräumen? Oh ja. Ah nee, der ist auch ein bisschen älter. Oh. Keine Ahnung. Also zusammen waren sie wahrscheinlich nicht. Sonst wären die Betten ja... Ich würde jetzt meinen Partner nicht frieren lassen. Also... Keine Ahnung, vielleicht haben die schlechte Erfahrung oder sind gefeuert worden und haben gesagt, warum geht ihr nicht da rein aber? Warum geht ihr diesen Turm? Ah, ich will meinen Kopf immer gleich rausfinden und dann muss ich mich stoppen und sagen, vielleicht hat der Macher einfach nicht drüber nachgedacht. Vielleicht wollte er einfach da einen Turm hinpacken. Okay. Aber es hatte einen Namen, oder nicht? Sprungwacht. Ja, das war mal eine Wacht. Das macht ja auch Sinn. Hat aber nichts mit dem jetzigen zu tun. Also, ah! Oh mein Gott! Oh! Das hat mich sehr erschrocken. Das war ein Jumpscare. Hey, bleib hier! Arsch, was machst du denn da oben? Das hat mich super erschrocken. Ich dachte, das wäre gescriptet. Wow! Ich rede hier, guck hier oben hin und dann, bam, kommt der plötzlich. So, Krustenbrot, nom nom nom. Was ist das hier jetzt? Ich hing hier nämlich fest. Und dann dachte ich, oh, es kommt irgendeine Szene, wie cool. Und dann kommt dieses Viech von der rechten Seite. Ja, das hat mich jetzt positiv erschreckt. Hier ist eine Holzfäller-Axt. Oh, Entschuldigung, Maham ist so ein Tier. Der ist seiner Kraft überhaupt nicht bewusst. Manchmal haut er einfach die Sachen weg. Mit seinem muskulösen Körper. Bam, 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 bam. Wie komme ich hier in den Turm rein? Ich darf nicht in den Turm. Okay, dann nicht. Aber natürlich sind hier wieder Türen. Natürlich. Es ist, als ob sie irgendwie getypecastet werden. Werkzeugkasten brauchen wir nicht. Oh, jetzt hat er mich auch noch. Was ist denn heute los? Ich darf keine Horrorspiele spielen. Okay. Aber Emma, wollen wir nicht erstmal so rein? Oh, Tiefkrabbschuppen.
heißt es tief. Ah, warte. Oh, hi. Oh mein Gott, sind die jetzt gleich wieder aggro. Oh, wow. Die wollen aber auch, ne? Kuckuck, buh. Oh, die lassen sich nicht zurückhauen. Interesting. Hm. Ich wollte diese, ich wollte so ganz, ganz billig wieder das nutzen, das Rattenfleisch. Ich dachte jetzt, oh, zwei Ratten greifen uns wieder an. Oh. Ich wollte jetzt wieder die Zeitlupe nutzen, aber nö. Der hat sich gedacht, nein, wir hatten gerade Kaffee. Oder wir haben sie gerade bei irgendetwas. Wir haben zwei Ratten. Oh mein Gott, hier ist ein Treffpunkt. Hier war vorne zwei Ratten, zwei Wartüren da, weißt du? Und die, nein, das darf niemals meine Frau erfahren. Wir müssen ihn umbringen. Ganz ruhig, Karl. Nein. Wenn du nicht ruhig bleibst, dann machst du Fehler. Das kennst du doch von Samstagabend. So, Holzplatte. Ein altes Bett. Okay. Eine Truhe, die einfach hingelegt wurde und Dietrich drin hat. Aber sie war nicht abgeschlossen, also plus ein Dietrich. Wuhu. Dass wir wirklich eine mystische, was Mystisches gefunden haben. Also mystische, das Buch. Aber ich glaube, es gibt nur für die die Zauberränge mystische Bücher. Also befürchte ich langsam. Langweilig. Oh, wir können hier aber schlafen. Warum ist hier so viel Schnee auf diesem Bett jetzt? Ich meine, in anderen gibt es riesen Löcher in den Wänden und Dächern und es ist weniger Schnee. Ha, aggressiver Schnee oder was? Warum nicht einfach das Bett hier unten dann hier hinpacken? Guck mal, das hier wäre richtig schön, hier ein Bett zu haben. Aber nein, jetzt müssen wir in den Keller gehen. Moin. Das sieht aus wie eine Falle. Eine Lampe in der Mitte des Raumes. Es sieht irgendwie... Ha, auf dem Amboss. Okay, da kommen wir also an der Seite des Hauses wahrscheinlich wieder raus. Oh, alte Kristallmünzen, wo ich immer noch nicht weiß, wofür die sind. Woo! Hoffentlich sind die noch für irgendwas. Oh, nichts davon kann ich benutzen. Hier hatten sie richtig Handwerk betrieben. Wie schön. Oh! Oh, danke! Der hat mich gewarnt. Danke Gott. Interessiert euch gar nicht für ihn, ne? Oh, guck mal, wie er Feuer benutzt. Okay, sieht aber aus wie Eis. Ah. Oh, er war der Führer. Schleichen ist effektiver. Ja, ja. Hat zwei Ohren. Danke. Ich habe ja schon mal gefragt, weiß er das, dass die anfällig gegen Feuer sind? Da müssen wir mal drauf achten, was er macht. Dann ist ja noch einer. Dein Anführer ist tot. Du kannst mal rausgehen, du hast frei. Meine Fresse, sind die aggro geworden. Tschüss. Wer nochmal angeguckt hat. Was passiert? Boah, das Schattenstahlerz im Licht leuchtete richtig hardcore. Geil, das ist ja wie hier Schwarzlicht hier. UV. UV-Farbe, wie heißt das? Boah. Das ist immer unheimlich, aber ich finde es voll interessant. Ich habe das Gefühl, wir machen viel zu wenig mit Physik. Als ich klein war, hatten sie immer so Spaß in Mickey Mouse und sowas. Solche Sachen in Gimmicks einzusetzen. Magnete, wie das Wetter funktioniert, halt Veränderungen, unsichtbare Tinte und so weiter. Und haben dadurch das auch ein bisschen erklärt. Guck mal, das gibt's auf der Welt. Das war mal cool. Oh, wir haben sie wieder. Kein Lagerfeuer diesmal, lieber Vatüren. Oh, Skelett. Hat aber ein Eisenschwert dabei. Und Gift. Was habt ihr hier gemacht? Und das finde ich ein bisschen schade. Hä, wieso? Wieder Gift. Habt ihr euch selbst umgebracht? War das ein Selbstmordding oder was? Hm. Warte mal, ist das die Toilette oder das zum Saubermachen von den Wartüren? Kurz weg. Und das finde ich teilweise schade, weil wir haben so viele coole Sachen. Bei TikTok merkt man es ja auch. Da kommen dann die coolsten
Mini-Videos, wo sie ganz kurz, also nicht die Arschloch, wir lügen Videos, die gefährlich sind, sondern die, wo sie so Kleinigkeiten zeigen. So, oh, guck mal hier, da, das funktioniert so, wenn ich das so mache, keine Ahnung, durch irgendwelche Anziehungskraft oder so. Und das ist doch super, da müssen wir viel mehr hingehen. Skarak-Handschuhe. Ich glaube, wir haben alle Skarak, oder? Gucken gleich mal. Freut mich trotzdem, es ist nur, ja, wir haben schon Skarak. Mächtigen Gauners mal wieder. Ja. Ich glaube, wir haben die Skarak-Handschuhe. Ja. Wir haben schon exklusiv. Von 69 zu 86. Boah. Es hilft schon, die Sachen besser zu machen. Jo. Ist Skarak wirklich das Ende? Oh, ich hoffe nicht. Das sieht so shit aus. Ich hoffe. Also, sieht ja cool aus, ne? Ich sage ja nicht, dass es nicht cool aussieht. Es ist einfach nur, es sieht nicht aus, wie ich aussehen möchte, als jemand, der Tank spielt mit schwerer Rüstung. Wisst ihr, was ich meine? Da hätte ich gerne irgendwas Cooles, wo ich am Ende mich, ne, wo Mohammed dann auch so sagen kann, ja, yeah. Wow, guck mich mal an. Aber mal schauen, wie das wird mit diesem Set, das man selbst herstellen kann. Okay, tschüss. Wenigstens haben wir ein paar Sachen aufgeräumt. Ist aber so ein bisschen jetzt, ne, wieder, wir mussten die Welt füllen, Gefühl. Okay, aber wir werden ja sowieso überrascht wahrscheinlich, was gleich kommt. Ah. Der unbekannte Reisende war hier. Ist mir wirklich falsch gegangen? Nein. Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Weil es ist ja nicht nach einem Level. Es geht ja hier nach... es levelt ja nicht mit dir, sondern das Spiel hat Level. What? Oh! Ja, komm, mach hin! Tada! Ach, bei ihm geht's. Weil Türen lassen sich nicht beirren. Aber so ein Riese schon. Ja, brauche ich nicht mehr. Oh Mann, hier war ein Dorf oder so. Warum müssen immer die übernommen werden? Och, Menno. Das wäre jetzt so schön. Bei anderen RPGs, ich weiß, warum sie es nicht gemacht haben. Bei anderen RPGs wäre halt jetzt wirklich hier ein kleiner Tiefgräber-Ding, ne? Wo man sich mal durchatmen kann. Mit Quests und so. Ja, ich nehme die Bären, ja. Ich kann nicht an den Bären vorbei. Okay. Aber ich habe die Bären genommen. Bist du zufrieden? Ah. Haben wir davon irgendwie gehört, von den tiefen Gräbern? Okay, wartet. Essen wir nochmal. Und gehen in den Schuppen. Noch ein Schuppen. Wett. Ah, Hilfe! Erstmal um mich herum hier alle. Wo denn? Ah, da hinten. Warte. Nein. Dankeschön. Ach, Simael, du hast ja richtig geholfen. Wir sind schon ein tolles Team. Ich meine, es ist schön, dass ich ihn mal alleine lassen kann, muss ich zugeben. Ohne dass er gleich stirbt und mein Fieber erhöht. Keine Sorge, du wirst mein Fieber niemals erhöhen. Danke? Voll gemein. Nimm mich zurück. Weil Ruger ist halt Ruger, ne? Okay. So. Und Samael, weißt du, jemand, der so hieß wie du fast. Er war auch sehr, sehr, sehr nett. Aber Frostsalze. Allgemeiner Seelenstein gefüllt. Okay. Gucken wir erstmal die anderen durch. Ich habe jetzt keine Lust, wirklich zu gucken. Okay, die haben sie richtig gefeiert. Wer arbeiten kann, kann auch feiern oder sowas? Ohne Meisterschmuckschatulle. Mhm.
Was haben denn die Tiefenbauarbeiter? Ich meine, also ein, wenn eins, das ist, das haben sie ja hier gezeigt. Die Insel ist ein bisschen, hat einige Sachen, die sie nicht so gut finden, aber sie sind nicht sexistisch, richtig? Frauen dürfen genau das gleiche arbeiten wie Männer. Also könnten hier natürlich auch, ne? Na, ist wieder langweilig gewesen. Ich freue mich überhaupt nicht mehr über diese kleinen Schatullen. Das ist schade. So, Elementar rufen. Jojojojo, ein Schlegel, ein Hammer, Nägel. Ja, Nägel kannst du mitnehmen. Nein, Hammer wollte ich jetzt nicht, aber okay. Das macht aber schön thematisch Sinn. Also hier, das ist schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die Skelette die Leute hier sind, die hier gearbeitet haben, oder ob es einfach nur verlassen ist, aber egal. Wer hat die denn erschaffen? Die Wächter. Das ist jetzt die Frage. Warte, ich gehe mal da hoch. Komm gleich wieder. Ist irgendwo was? Telekinese-mäßig? Muss ich hier irgendwo mich drum kümmern? Ah, ich sehe es jetzt nicht. Da, ich glaube nicht. Wir können ja mal hier hoch. Wir können sogar ein bisschen rumspielen. Oh, das erinnert. Oh, das war bei Ark am Anfang so. Und dann nicht mehr. Hallo. Soll ich mal Licht anmachen? Oh, nee, ich habe noch Licht. Egal. War trotzdem dunkel. Manchmal bräuchte man. Okay. Dafür ist es sehr dunkel. Das Dach sowieso weg ist. Oh, da ist noch Bier übrig. Oh, die durften nicht mal fertig saufen. Das Bild ist da auch. Ey, also haben sie sich wichtig. Also haben sie gedacht so. Okay, wir arbeiten, ne? Hier im Tiefbau. Aber wenn wir noch. Wenn wir in die Bar gehen abends. Um zu saufen, wollen wir ein wunderschönes Bild an der Wand sehen. Eins mit Message. Eins mit Hintergrund. Warum kann man hier hochklettern? Ich habe das Gefühl, hier könnte noch irgendwas sein. Aber dann gehen wir halt tiefer. Hallo? Ich höre euch. Ich höre eure wunderschönen, starken Kiefern. Oh, hi. Haben aber auch gute Zähne, ne, immer. Tschüss. Hä? Ich habe drei umgebracht? Wen denn noch? Hey. Oh, Fürst! Moin! Oh, jetzt kriegst du gar keinen Gott. Aua! Bitch! Brenn! Ist das nicht super heiß? Da drin? Ich meine. Ja, okay. Er hat so auch eine schwere Rüstung, weißt du? Da müsste doch super heiß drin sein, wenn ich das voll feuer. Naja. Inudans Erbe! Warte mal. Habe ich nicht Inudans Erbe schon? Weil das meinte ich. Den Inudans. Oder, nee, das ist leichte Rüstung gewesen. Was wir brauchen, ist der Himmelstürmer, glaube ich. Schade. Dann haben wir Magieschutz, haben wir schon. Veränderung, langweilig. Wir nehmen es trotzdem natürlich mit, dankeschön. Aber diese Sets, da bin ich mal gespannt, ob die irgendwie stark sind. Gut genug. Ich wollte sie noch nicht herstellen, weil, warum, ne? Wenn wir noch nicht alles haben. Aber dann machen wir das natürlich. Wandermagier, Lähmungsgift. Ah, Stab des wuchtigen Feuerballs. Joa, zum Verkaufen, ne? Oh, hi. Okay, wartet. Whee, Gott. Oh mein Gott, Gott ist gar nicht so stark. Das ist so... Es ist so broken. Sie haben ja gar keine Chance. Dadurch, wie auch immer Mahame das geschafft hat. Ich meine, ja, durch seinen Tempel in seinem Kopf. Ich bin mal ganz kurz weg. Sabber, sabber. Aber durch einen Perk
kann er jetzt einfach. Das will ich auch. Jemand will ihn angreifen, tödlich. Und er, nö, ich sehe das jetzt in Zeitlupe und hau einfach vorher, wie auch immer, wie Flash oder Superman, dir mit meinem Schild eine rein und dann wirst du unterbrochen. Das ist super gut. Ja, okay. Wenigstens hat der Perk dann was gemacht, Sinn gemacht und hat uns geholfen. Sehr schön. Ich war unsicher. Sei nicht immer so unsicher, Kate. Glaub an dich. Glaub an mich. Vertraue mir. Oder irgend sowas. Oh, Jan Käserad. Oh, ein richtig guter, langer gelagerter, langer Käserad, wollte ich nicht sagen. Lange gelagerter Käserad. Eine Holzschüssel. Ach. Bitte noch mehr essen. Noch mehr Käse. Ist okay. Mahame isst Käse. Hier geht's wieder raus. Okay. Einfach über alles freuen. Oh. Ui. Hui, war das gut. Aber wir haben einen Bauplan. Der war wirklich gut. Waren wir überall? Scheinbar schon. Das heißt, klick, klick. Ah, schön. Das sah gemütlich, also ist irgendwie gemütlich. Aua! Wer greift mich denn hier gerade an? Gott. Okay, ich kümmere mich dann selbst drum, ne? Da, total einfach dadurch. Ich wusste nicht, dass da noch ein Gegner ist. Das sind drei Gegner noch. Aber irgendjemand? Okay, einen habe ich. Und er hat mich rübergeschubst über den Gartenzaun. Ah, da. Oh, hast dich schon mal alles gekümmert? Boah, Simael, du bist ja richtig... Hä? Ah, ihr beiden seid schuld. Ich hasse euch. Ihr habt Simael getötet. Ja, ja. Simael, guck zu aus dem Totenreich, wie man das macht. Ja, ja, ja. Guck mal hinter dir, da ist ein Riese. Den habe ich auch besiegt. Aber du kannst ja nicht gucken, hast keine Augen. Oh mein Gott, der Burn war zu hart. Oh. Da lege ich mich zu dem Riesen hin. Ich bin der große Spoon. Nicht wirklich. Im Inneren vielleicht, Bitch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht fertig machen. Aber du hast meine Gefühle verletzt. Du kannst keine Gefühle haben. Du hast keine... Du hast nur Knochen. Oh, Knochen können Gefühle haben. So, Simael, sehr gut gemacht. Nee, wirklich, das war sehr gut. Dafür gibt es einen Käserad für mich. Den schmeckst du durch mich auch. Was für ein... Während ich da hinten hingehe, kümmert er sich um einige und wird fertig gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich wusste nicht, dass die alle plötzlich auf uns zukommen. Ich glaube, das wusste der Macher vom Spiel oder von der Mod. Hat das jetzt auch nicht so ganz gedacht. Manchmal kommen die sehr seltsam hintereinander, dass man so denkt, hast du das nicht gesehen, dass deine Leute hier abgeschlachtet werden? Und ein anderes Mal kriegen die das von 50 Kilometer Entfernung mit und sagen dann so, oh warte, ich glaube, ein Kumpel von mir ist gerade gestorben. Da müssen wir mal kurz hin, uns alle auf einmal. Oh, da ist ein Sack versteckt mit Einzelteilen. Oh. Einzelteile? Also Besen sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Wenn wir unseren, da habe ich mir gedacht, das machen wir unser, sobald wir unseren Handel haben. Besen sind sehr wichtig, sogar wichtiger als Einzelteile im normalen Leben, ne? Hier ist ja irgendwie, sagen wir mal, du sagst, oh Mist, wieder, oh, ein Hamsterrad, geil. Und dann kommt jemand vorbei, ich brauche einen Besen, das ist immer so dreckig bei mir zu Hause. Aber Einzelteile sind auch gut.
Die packt man dann in so eine Grabbelkiste und dann können sie die Einzelteile rausholen, was sie so brauchen. Und sage ich, ja, hier komm. Kriegst du umsonst, weil du ein Stammkunde bist. Oh, vielen Dank. Was ist das da unten? Aber okay, erstmal. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir gehen einmal hier rein. Benötigt ein Schlüssel? Der Fug. Das ist was Besonderes hier. Schnell, Schlüsselsuche. Activate. Da bin ich mal gespannt. Warum ist das denn jetzt was Besonderes, dieses Haus? Hier liegt ein Skelett rum. Ach, Silberschüssel, nicht Schlüssel. Da hat jemand nicht zugehört. Ich brauche einen Schlüssel. Und die Stimme, oh ja, die Musik, die geht mit. Hast du einen Schlüssel? Du hast einen Kelch. Einen Lebenstrank. Hättet ihr mal alle nehmen sollen. Was ist denn hier passiert? Oh, Entschuldigung. Ach, einfach so ein super... Oh. Komm, wie ist das noch? Wieder lange das auch noch... Oh, geil, ein Spinner. Ein Fidget Spinner. Beyblade. War einfach zu, also... Da. Mahame ist einfach so mächtig. Okay, das ist ein richtig guter Fidget Spinner. Meine Fresse. Also ich habe gewonnen, glaube ich. Bam, bam. Da haben sie recht gut geölt. Weißt du, es ist schon so lange tot, dass da nur noch Skelette liegen. Aber das Rad, das sitzt. Bestimmt mit Trollöl. Oh, das Glücksrad. Tick, 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 tick. Oh, fast bankrott. Nein. Tick. Tick. Oh mein Gott, es ist so spannend. Werbung. Sat 1, Werbung. Mama, Mama. Ich wünsche mir einen Fidget Spinner, den es noch gar nicht gibt. Ein Handy und die Mutter von meinem besten Freund. Das sind ja drei Dinge auf einmal, die gibt es nun wirklich nicht. Oh mein Gott, du bist so eine Bitch. Ich hasse dich. Ich laufe jetzt von zu Hause weg. Oh, die neue Generation. So, tick, tick, zurück bei Glücksrad. Tick. 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 Kann ich vielleicht doch ein E kaufen? Nein. Okay. Oh. Bling. Wow, 1000. Ist auf 1000 gelandet. Dann nehme ich ein F wie fuck you. Ding, 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 ding. Wow, da muss ich aber viel laufen jetzt. Tick, 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 tick. Ich möchte lösen. Das ist richtig. Wow, sie dürfen sich was aussuchen, kaufen. Ich möchte den Karren und das Haus für die Karen und den Baum, den nehme ich für den Fido mit. Okay. Das ist voll schön hier. Können wir das nicht wieder aufbauen? Dann wiederum ist es... Nee, ist es nass und windig und... Hä? Oh mein Gott. Hallo. Ich kümmere mich drum. Bam. Kannst ruhig helfen. Danke. Hat keine Chance. Nein. Knie weg. Weißt du, ich habe hier eine Garten. Ein Gartenschild. Königliches Schild. Da hat dein Knie überhaupt nichts zu suchen. Bam, Knie. Und er, oh nein, total genau auf die Stelle. Aua. Hast du da davon? Warum versuchst du mir auch in mein Knie eine reinzuhauen? So asozial. Vielleicht wollten sie auch in das Haus da, in das Fickhaus. Apropos Fickhaus. Oh, guck mal, so viele Stalaktiten. Oh. Danke. Nicht mal Kampfmusik kam. Selbst das Spiel hatte sich irgendwie gedacht, so. Nö. Ist nur eine Ratte. Komm, geh. Mach einfach. Mach dein Ding. Und die Ratte so. Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen Mobbing. Halt die Fresse. Das ist nicht nur ein bisschen Mobbing. Das ist richtig Mobbing. Denn das hast du verdient. Wir haben eine Umfrage gemacht. 1000 Leute meinen, du hast es verdient, so gemobbt zu werden.
Oh. Deine Mutter hat zweimal unterschrieben. Oh, meine Mama. Du bist so eine Scheißratte. So, wow. Du kannst nicht mal ins erste Dungeon rein. Du kannst nicht mal in den ersten Tutorial-Keller. Aber... Du bist nur ein Kellerkind. Ich bring mich um. Ja, das Wetten... Obwohl es so leicht ist, dich umzubringen, kannst du es... Selbst das schaffst du alleine nicht. So. Ich glaube, wir müssen in das tiefe, tiefe Loch in der Mitte. Das hat er gesagt. Oh! True. It's true. It's true. Unterm Haus. Mit Geld. Bei Geld kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Eine Eispranke? Ich lese das nur. Meine Augen sind schon so... Eispranke? Meine Augen sind nicht schnell. Meine Augen sind nicht gut. Meine Augen sind aber auf Eispranke fixiert. Das ist doch schön. Ah, noch eine Eispranke. Oh, das Leben kann so schön sein. Mit einer Eispranke. Ich hasse Pilze, aber Eisprankensalat würde ich essen. Wenn ich danach mehr tragen kann? Geil. Brauchen Sie keinen Einkaufswagen? Nö, ich trage das alles so. Hab Eispranken. Oh mein Gott, er ist so cool mit seinen Eispranken. Und damit meinen sie alle, ich habe kalte Hände. Und große, kalte Hände. Warum sind diese Schlägel hier? Ihr sollt die Mauer nicht ausschlagen oder so. Ihr sollt... Mann. Ihr sollt es weghauen. Das sind... Aber, oh, warte. What a twist. Da muss ich ja hier auf Eis gehen. Frosthauch. Aber hier, komm mal her. Ah, nein. Das ist jetzt ein Frostelementar. Das ist eine... Das ist mal ein Troll. Was ist denn hier los? Ich bin gefallen und komm nicht hoch. Und da ist ein Oboboja. Komm mal her, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ja genau, wir verbrennen sie einfach. Weißt du, die Verbrennung aus dem Ofen. Oboboyoba. Ich habe eine Geistererinnerung. Und alle explodieren in unser Gesicht. Ah! Ein Erdelementar. Weißt du was hier? Das ist dein eigenes Elementar, aber was ist denn hier unten los? Kannst du kurz helfen? Ich hab nämlich nichts mehr. Okay. Ich sehe gar nichts mehr. Oh nein, ich bin gleich tot. Schnell, einen feinen Trank. Wo ist denn das fucking Erdelementar-Ding? Oh, ist er tot? Oh, ah, Hilfe! Wow! Okay. Oh nein. Alles explodiert um uns. Wir gehen Level höher. Sehr schön. Wir müssen was trinken. Wir brauchen jetzt doch ein bisschen mehr Mana. Aber ich hole mir nochmal in der Lebensenergie. Alles explodiert. Ich hätte den Trank nicht nehmen sollen. Ich habe vergessen, dass wir uns automatisch aufheilen, wenn wir ein Level höher bekommen. Das war überraschend. Wie ich einfach rücklings tief gefallen bin und dann trotzdem überlebt habe. Ist fast faszinierend. Ah, okay. Ambrosia. Zweimal. Gönnen wir uns jetzt einfach. Komm mal her. Danke, Simail. Du hast mir sehr geholfen. Wir waren plötzlich, keine Ahnung wo, aber es war sehr cool. Und so das Schwert hat uns geholfen. I like. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe mich verdrückt.
Wie viel haben wir überhaupt jetzt? Wir haben 7. Sollen wir ihn trotzdem mal jetzt stärker machen? Hat er irgendwie verdient, oder? Da, Schamane. 40 mehr Mana, mehr Schaden. Ja, komm. Hat er sich verdient? Ich glaube, ich muss dich neu holen. Warte. Ich glaube, das musste ich einmal machen. Das habe ich beim anderen gemerkt. So, okay. Da. Hi. Ich glaube, das habe ich verdient. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber Simael, jetzt darfst du mit mir mit weiterforschen. Ist das nicht schön? Das war actionreich. Und ich habe wirklich plötzlich nichts mehr gesehen. Was war das denn? Ich habe um mich herum geschlagen. Oh nein, schon wieder sowas. Okay, wo ist... Ah. Okay. Da hat wohl jemand nicht nachgedacht. Ich meine, Yamahame ist super breit, aber seine Hände, die können Wunder bewirken. Mein Gott, kommen die in jede kleine Ecke. Ist auch nur Scheiße drin, also hat sich eh nicht gelohnt. Wow, 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 wow. Alles explodiert. Ja, und ich hab's ja auch verdient. Meine Dummheit wurde ja auch gleich bestraft. Habe ich einen Trank umsonst benutzt. Oh, ein Kilianischer Saras. Und Set des Aschekriegers. Also Set des Aschekriegers wollen wir eh nicht, glaube ich. Ne? Das war ja nicht für uns. Warte. Set des Asche. Da. Das war für Schleicher. Okay. Das ist doch in Ordnung. Und dann haben wir ein Kilianische Sahne. Absorbiert Lebensenergie. 47. Das könnten wir sogar noch stärker machen. Würde ja passen, ne? Von wegen Stolz und so. Kilianisch. Komm, gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, es ist ein Zweier. Lassen wir das einfach mal. Hallo, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue. Geht mir lieber aus dem Weg. Dann laufen wir mal und dann... Ah, es gibt gar keinen Laufen-Angriff. Sieht das nicht toll aus? Sehen wir nicht beide aus wie richtige Nerds auf einer Convention, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun? Ja. So, so. Ich werfe mit Ninja-Sternen. Aber ich sag damit nicht automatisch, dass alle Nerds oder Otakus oder was auch immer, Comic-Fans, schlecht sind, sondern es ist halt wie immer, einige können's. Das ist so wie, wenn du dann irgendwie eine heiße, fitte Wonder Woman siehst oder ein super ein Spider-Man, der sich das richtig erlauben kann, so ein enges Ding zu tragen. Und dann sagt, wow. Aber dann gibt's halt auch die nicht so fitten Leute, die dann, wo man das alles sieht. Also damit meine ich Fleisch, das rausquillt. Und dann bewegen sie sich seltsam und du denkst dir, oh ja. Das will man sehen. So, einige wollen es sehen. Was haben wir denn das? Okay. Was ist denn das hier gewesen? Einfach runtergefallen, weil ich nicht aufgepasst habe. Ha. Wir haben es aber geschafft. Wir haben es aber geschafft. Hätte aber auch ganz leicht unser Tod sein können. Ich will nichts verpassen. Ich habe das Gefühl, hier könnte jetzt so ein Relikt-Ding... Wie heißt es nochmal? So ein... Was wir suchen, ne? Diese neuen Dinger. Nicht, dass hier das irgendwo liegt. Oder es wurde weggeschmissen, weil es explodiert ist. Und deshalb gucke ich jetzt ganz genau. Ich bin da mal so paranoid. Und dann heißt es dann, wenn ich dann irgendwann eine Liste mache und dann... Ja, das liegt da auf dem Grab. Da, wo man runterfällt. Und ich so... Nein, ich will das Geld. 11 Geld. Ein paar Flaschen. Weinflaschen. Ach ja. Wisst ihr noch, als wir Weinflaschen gesammelt haben? Na, 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 na. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wusste bloß kein Erinner dich Lied.
Warte mal, was für Lieder spielen sie, wenn man sich erinnert? You remember the day we... Nein. Also so, wenn Leute in Film was erinnern und dann lächeln, weißt du, dann, da fehlt dann jetzt irgendwie ein Lied für. Nein, jetzt müssen wir noch mal rein. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, okay, gab scheinbar nichts Besonderes. Wie lame. Wieso gibt's denn nichts? Okay. Oh. Wow, wie ich das nicht gesehen habe. War das vorher schon da? Nee, ernsthaft jetzt mal? Asking for a friend? What the fuck? Hä? War ich ja richtig, richtig unaufmerksam.